Willkommen zu einer neuen Folge Timber and Stone. Ja, es gab ein kleines Update zum Spiel. Das ist jetzt in der Beta 1.7.1 und tada, es ist doch auf Steam. Erhältlich dann momentan für Geld? Keine Ahnung gerade, ehrlich gesagt. Ich hatte ja ehrlich gesagt gehofft, dass es viele, viele neue Dinge gibt und gerade an der Performance vielleicht was gemacht wird. Wurde es aber anscheinend nicht, denn ich habe mal wieder nur 10 Frames. Gerade mal. Nicht viel. Aber ich teste gerade auch ein neues Aufnahmeprogramm, deswegen verzeiht es mir, wenn es wirklich nicht so geil ist. Ich muss gerade wirklich selber gucken, wie es bei mir läuft. Also in-game seht ihr selber, ich habe momentan 9 Frames. Im Video sieht es wahrscheinlich nicht viel anders aus. Habe ich aber fast schon kein Problem mit, denn es gab ja das Update und man sieht jetzt, dass es gab viel neuen Quatsch, unter anderem neue Skins für die Tiere. So habe ich sogar mal 30 Frames. So habe ich 15, 10 Frames, ja. So habe ich zum Beispiel gar nicht mehr so viele Frames. Also, wieso sind die ganzen Sheep dead? Alles tot. Meine ganzen Tiere. Okay. Ja, ich denke, ein kleines Miesgeschick durch die Beta vielleicht. Ist zwar blöd, ist aber so. Ja gut, also in meinem Dörfchen haben wir genau 10 FPS, nicht mal. Außerhalb meines Dörfchens ist das ein bisschen weiter. Und es gab jetzt ein bisschen was Neues. Einerseits, es gab neue Skins für Tierchen. Andererseits gab es neue Skins für Mobs. Vielleicht sieht man die hier. Ja, bei den Skeletten sieht man es. Ich gehe mal eben näher dran, die sehen jetzt ein bisschen realistischer aus. Was ihr vielleicht auch seht, hier ist so Schatten. Es gibt jetzt Fog of War. Nebenbei. Und ja, ich weiß gar nicht, gibt es noch mehr Neues? Ich muss jetzt, ich gehe mal wieder aus meinem Dörfchen raus, da leckt es mir zu sehr. Ich muss jetzt leider selber erst durchgucken. Ich habe mir nämlich die Review diesmal nicht durchgeguckt, ausnahmsweise mal. Es gibt nichts Neues an Ressourcen. Es gibt nichts Neues an Werkzeugen. Es gibt auch nichts Neues an Waffen. Und es gibt anscheinend auch nichts Neues an dem Quatsch, also an Rüstung. Ich glaube, man kann jetzt tiefer buddeln. Es gibt auf jeden Fall einen neuen Beruf oder es ist einer weggekommen. Der Adventurer ist nicht dabei. Das sehe ich. Der Adventurer Mode ist wieder draußen. Okay, ich muss mir die Review auf jeden Fall durchlesen, weil der Adventurer Mode ist draußen. Das finde ich ja schade. Ehrlich gesagt. Maintenance Inventory gibt es noch keine vernünftigen neuen Einstellungen. Hier auch nicht. Hier. Haha. Man kann jetzt einstellen, wenn man. Die schlafen jetzt an sich scheinbar nur noch, wenn die Health down ist. Nicht mehr, wenn die müde sind. Gibt's. Moral ist das. Okay, es gibt jetzt anscheinend Moral. Ne, Moral gab's auch schon vorher. Aber vorher gab's doch eine Müdigkeit. Ich bin mir gerade nicht sicher. Man muss auf jeden Fall anscheinend jetzt irgendwie die Moral hochhalten. Sehr interessant. Okay. Ja. Ja. Scheiße, ich habe jetzt keine Uhr. Ich muss ein bisschen aufpassen. Es ist 22.05 Uhr. Okay. Ja, was es sonst noch gibt. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Wie gesagt, ich habe mir die Review diesmal nicht durchgelesen. Ich wollte mal diesmal so gucken. Der Fog of War, der ist interessant. Muss ich dazu sagen. Der stört mich jetzt nicht wirklich. Ich finde das eigentlich ein sehr gutes Feature, weil man sieht jetzt nicht mehr alles auf der Karte. Aber mein Problem dabei ist, man sieht nicht mehr alles auf der Karte. Und jetzt wird, da könnte das Spiel durchaus interessant werden, weil man jetzt zum Beispiel so ein ja, wie soll ich es nennen? So ein Typen, so ein Voll-Mega-Typen, scheiße, wie heißt denn, Nekromant, jetzt wirklich erst sieht, wenn der vor deiner Haustür steht. Und das finde ich schwierig. So, und man sieht jetzt natürlich auch keine Tiere mehr. Und ich brauche jetzt Tiere, weil meine Tiere tot sind. Ne? Das ist natürlich schwierig. Ich lasse es jetzt mal laufen. Alter, aber ich merke schon, dass das nur in meinem Dorf wirklich so unglaublich schlimm ist. Wenn ich ein bisschen rausgehe. Oh, da vorne wird gekämpft. Stimmt, die Spinne.
Ja gut, ne? Ist nun mal so. Also das macht, also ich finde den Fog of War ist wirklich interessant. Es gibt einen Goblin. Okay, jetzt muss ich erst gucken. Wo ist denn Henri? Oder Henry? Oder wie auch immer. Siehe, das ist einer meiner neuen Typen. Der hat einen Goblin. Hat die haben auch neue Skins. Das finde ich sehr schön. Der sieht gut aus. Hat er ein Schwert dabei? Ja. Okay, dann ist das Thema ganz egal. Aber ich finde das interessant. Wie gesagt. Weil man sieht jetzt weniger und man muss jetzt den Herder auch wirklich erkunden schicken, damit man mit dem losgeht. Was ich natürlich jetzt, wie gesagt, doof finde, ist, dass der Herder halt, dass man die Tiere nicht mehr sieht und der Herder so nichts mehr zu tun bekommt auf Dauer. Mich würde es auch wundern, wenn er gerade was zu tun hat. Ja, der steht hier nur. Was kann ich dem vielleicht irgendwie Auftrag geben, dass der Tiere suchen soll? Nee, schade. Ja, dann wirst du jetzt erstmal wieder farmen und ich muss mir überlegen, wie ich wieder an Tiere komme. So, das Hauptproblem, das ich jetzt aber besitze, ist, dass ich keine Tiere mehr bekomme. Ich bin relativ froh, dass ich mir einen guten Vorrat an Federn zusammengesucht habe. Ich bin außerdem relativ froh, dass ich schon relativ gute Mauern habe. Dann sehe ich nämlich, beziehungsweise ist es nicht so schlimm, dass ich die Gegner so unglaublich spät erst sehe. Problematisch wird das jetzt für meine Miner natürlich. Wieso, muss ich euch eigentlich auch eigentlich nicht erklären, weil das erklärt sich von selbst. Weil wenn irgendwas kommt und ich das erst extrem spät merke, könnten die natürlich in Gefahr kommen. Ergo ist mein Kollege... Brauche ich ein paar mehr stationäre Bogenschützen. Guard Positions. Du gehst hier hin. Only Archer und ich habe einen Archer, wenn ich es richtig habe. Ich speichere mal eben zwischen, glaube ich. Ich hoffe, das war die Speichertaste. Ja. Ich hatte nämlich einen Archer. Archer. Ich hatte nämlich Hanley. Hanley, mein Archer. Hanley, Standard Guard Positions, please. Komm mal hier hin, damit du die Brücke zumindest hast. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Hier rennt gerade zumindest schon mal Angela über die noch nicht vorhandene Brücke, sondern über den Weg über den Fluss. Und das finde ich jetzt wirklich sehr interessant, weil man sieht wirklich nicht mehr so viel. Und das ist ein sehr, sehr schönes Feature. Das macht Laune. Da muss man nämlich jetzt auch ein bisschen mit so ein paar Leuten, so ein paar Guards, die man wirklich rumstehen hat, spielen. Brunhilda, du hast nichts zu tun. Was bist du denn momentan? Blacksmith. Spider bei Angela ist okay. Sei safe. Haben wir keine Ressourcen für dich oder wieso? Wir haben keine Ressourcen für dich. Und Hilda, du darfst tailern. Da bist du noch nicht so hoch. Das kannst du jetzt erstmal weitermachen. Gut, ich merke aber, dass die Frame Dropception und so hauptsächlich dadurch kommt, wenn ich hier im Dorf bin. Aber das war mir vorher auch schon klar. Das Problem dabei ist jetzt eigentlich, dass ich das nicht unterbinden kann. Und das eigentlich hauptsächlich wahrscheinlich daran liegt, dass ich 28 Leute habe. Schade, ich habe eigentlich gehofft, dass die was an der Performance getan haben. Vielleicht kommt das ja noch mit einem der... Pre-Updates, keine Ahnung. Das fände ich sehr, sehr schön. Dann könnte man das nämlich wieder vernünftig spielen, weil momentan bin ich echt geneigt dazu, das hier einfach zu cutten. Weil das kann ich euch... Also, ich finde das für mich nicht schlimm, wenn ich spiele, aber im Video sieht das unglaublich bescheiden einfach aus. Apropos, ich nehme nebenbei übrigens mit einem anderen Aufnahmeprogramm auf, nämlich nicht mit der Kombination Audacity Fraps. Nein, ich habe nämlich noch DxTory rumfliegen. Und das teste ich momentan eher. Weswegen ich da jetzt gerne mal ein bisschen erst mit testen würde und gucken will, möchte, ob das besser klappt zum Aufnehmen. Weil da muss ich nicht zwei Sachen anschalten und dann kommen die Enden auch besser raus und. Das macht es für mich ein bisschen einfacher. DxTory hatte ich schon lange rumfliegen. Ich hatte da halt nur Synchronisationsfehler zwischenzeitlich drin. Dass Audiospur und Bildspur halt noch asynchroner sind wie sowieso schon mit Fraps und Audacity. Und daher habe ich das mal gelassen. So, ansonsten, wie gesagt, ich bin geneigt momentan aus Grund der Performance-technischen Schwierigkeiten, das Projekt wirklich einzustampfen, weil, also es ist zwar geil, das Spiel macht, also mal ernsthaft, das Spiel macht richtig Laune und ich habe da auch Bock drauf, aber...
Alter, wenn ich hier bin, habe ich 6 Frames in-game und 8 auf der Aufnahme. Und das ist einfach zu schade. Finde ich. Dass ich dann mir überlege... Ja, Freaky, ich komme vielleicht heute nochmal. Das konnte ich dir auch gleich nachher noch sagen. Apropos, schaut bei Freaky vorbei. Der macht zwar nur sehr selten Videos, aber... der macht irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie so Montagen nennt er das. Der ist so ein kleines COD-Kiddie und so ein CSGO-Kiddie, das so ein bisschen snipen tut und dann das zusammenstellt, das so eine Montage nennt. Wo war ich aber stehen geblieben? Also, Spiel ist hammergeil. Es macht richtig Laune. Aber ich glaube, ich mache dazu nur noch Reviews, immer wenn ein Update kommt, so wie dieses hier. Wenn ein paar neue Skins reingekommen sind, apropos, ich könnte mal bei den Objects gucken, ob da noch was Neues ist. Hier schon mal. Ich sollte dafür rausgehen. Ernsthaft, das kann ich mir ja nicht an. Gibt ja Krebs. Und zack, 60 Frames flüssig. Brace Door, okay. Fans Gate, Dungeon Gate, Studded Door. Muss ich mir eigentlich auch mal angucken. Ich glaube, die gab es aber schon alle. Furniture, Strawberry Blank, Comforter, Menü und Fireplace gab es auch alles. Military ist klar. Siegecraft immer noch nur die Balliste. Lightning auch nur das gleiche wie vorher. Deko, das wüsste ich jetzt nicht. Und Storage würde mich dann jetzt auch wundern, wenn es was Neues gibt. Was mir jetzt natürlich noch interessant wäre zu wissen, ist, ob die hier das schon ein bisschen angepasst haben irgendwie. Es gibt auf jeden Fall neue Bricks. Greatstone ist, glaube ich, neu. Und ganz normale Woodlocks sind, glaube ich, neu. Full Timber, Timbered Pflaster hatten wir auch. Ja, also ich glaube, die beiden sind neu. Great Pflaster Brick? Weiß ich, die gab es, glaube ich, schon. Flooring. Timber Planks. Glaub's auch. Ich glaube, die gab es schon alle. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Roofing. Das Nording Shingles. Die gibt's, sind neu. Auf jeden Fall. Die anderen gab's. Das muss das rote Dach sein. Genau. Und Utility, Fans und Scaffolding ist auch klar. Storage, irgendeine neue Storage Art? Nein. Resources auch nicht, wie ich gesehen habe. Gut. Nettes kleines Update. Bisschen neue Skins, finde ich sehr, sehr schön. Sheep is slain by Henry. Achso, ich habe ja jetzt keine mehr. Ja, es ist nicht so schlimm, dass er jetzt ganz Tiere tötet. Wie gesagt, die Skins finde ich persönlich sehr, sehr hübsch jetzt. Ja, hört auf den Marc. Der freut sich. Beziehungsweise, ich habe ihm gesagt, dass er bitte YouTube grüßen soll, wenn er fertig ist mit seiner Aufnahme. Denn wir wollen noch eine Runde LOL spielen. Vielleicht kommt diese Folge sogar auf meinem Kanal. Mal gucken. Ich überlege momentan nämlich ein bisschen. Weil ich weiß momentan nicht so ganz, wie ich weitermachen soll. Also, Timberlands Down schüttelt gut, macht Spaß, macht Laune. Aber ich habe euch gerade das Problem erklärt. XCOM ist klar, kommt weiterhin. Ist ein Goblin bei Clementine. Goblin? Clementine. Oh, die sind auf meinem Dorf. Am K. Die wollen dann mein Dorf. Prison Architect, auch immer mal wieder gerne. Kommt ja auch jetzt relativ sporadisch. Terraria, auch immer. Wobei ich zum Beispiel Prison Architect und Timberlands Down so langsam überlege, wie gesagt, aufzuhören. Also Timberlands Down habe ich erklärt. Prison Architect. Leidet momentan auch ein wenig an Performance. Das möchte ich mit DX Tori jetzt, wie gesagt, einmal auch austesten. Die jetzigen ganzen Aufnahmen, es sind nur noch 4 Folgen, die ich jetzt so rumfliegen habe. Die sind halt noch, Matthew. Achso, das ist mein Bilder. Die vielen Folgen, die ich Prison Architect jetzt noch rumfliegen habe, sind noch mit Traps und Outer City, aber ich möchte das auf jeden Fall auch mal mit meinem Freund jetzt hier versuchen. Also, versteht sich eigentlich auch von selbst, dass ich das zumindest versuchen will. Dann, vielleicht geht ist die Performance dort besser. Ganz naiv gesagt. Kann ja wohl sein. So, da rennt ein Goblin rum. Hier ist ein Edward Dulek, der sich gleich mit dem anlegen wird. Und den hoffentlich wahrscheinlich relativ schnell wegmacht. Ja, der Goblin macht ja nicht mal Schaden. Und Edward macht ein wenig Schaden. So.
Das war der Goblin. Gather Resources bitte, wenn möglich. Oh, da ist noch Gold, das ich mitnehmen sollte. Hier ist ein neuer Goblin. Also Goblins sind nicht so schlimm, wie man sieht. Da rennt einer rum. Edward Dulake darf sich wahrscheinlich auch um den kümmern. Oder meine Holzfällerin. Ich finde das sehr interessant jetzt mit Fog of War. Das macht das Spiel interessanter. Nur, dass meine Stadt einfach viel zu groß ist. Muss man leider dazu sagen. Und dass ich außerhalb meiner Stadt nur außerhalb meiner Stadt vernünftig Frames habe. Und kaum gehe ich ein bisschen rein, raged das Ding, als gäbe es keinen Morgen mehr und alles ist tot. Ne? Das ist schade. Das ist dem Spiel nicht wert, wie ich finde. So, aber so viel zur Review. Ich denke, man konnte ansatzweise Einblick erhalten. Ich habe jetzt nicht wirklich viel weiter gemacht. Wieder mit der Brücke, aber ich weiß auch noch nicht so ganz, wie ich damit weitermache. Ich denke, es wird erstmal pausiert werden oder nur sehr sporadisch Videos kommen. Weil, ich will eigentlich eine vernünftige Performance für das Spiel haben. Mal schauen, ich werde es mir überlegen. Louis Chevillon, das ist du, ne? Ja, muss ich mal gucken, wie ich es mache. Schlussendlich, der Franzose kümmert sich jetzt erstmal um den Goblin, das sollte auch der schaffen. Die Kampfszenen, die schlagen jetzt schöner. Das finde ich auch toll. Also die haben ein bisschen was gemacht, das merkt man. Man muss halt bedenken, so viele Leute sitzen da nicht hinter. Eigentlich ist das Update nicht groß. Aber für die Leute, die dahinter sitzen, finde ich schon. Und die Lampen, Alter, die sehen jetzt so kacke aus. Jetzt brauche ich die Doppellampen ja nicht mehr. Ach ja. Goblin bei Walter. War das Walter? Ja. Seit wann können Goblins schwimmen? Das ist nicht gut. Egal, der wird auch weggemacht. Ich habe genug Schwerter für meine Leute an sich. So, Thema durch. Und ja, ich würde sagen, das war's mit der kurzen Review. Vielleicht sieht man sich nächste Mal. Entweder so bei einer, nicht unbedingt bei einer Review, sondern bei was anderem. Jetzt geht's plötzlich mit der Performance hier mittendrin. 20 FPS. Alter, was ist da los? Ich weiß noch nicht so ganz, was die ganze Frames. Irgendwie hier was. Irgendwie hier, wenn ich das drin habe. Ey, Frame Dropception. Aber hier, auch wo ich das eigentlich mit drin habe. Keine Ahnung. Ey, ganz komisch. Hier auch, mittendrin. 40 FPS jetzt. Krass. Vielleicht hat sich das Spiel eingegroovt. Wir müssen abwarten. Ich sage Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Tim and Stone, hasta la vista und tschüss.